Also wenn Bürger Fragen haben und sich dann zu Regulator richten, wollte Regulator diesen Fragen nicht weiterleiten an die Betreiber. Takže byl jasné, že když občané mají otázky, regulátor odmítá tyto otázky klást ČEZu. Was macht man dann? Co máme dělat? Dann stellt man ein Käfig vorne den SUJB. Postavili jsme klec před budovu SUJB. In diesem Käfig ein Generator und eine Sirene. A v kleci jsme měli generátor a sirénu. Und die Sirene ist so laut, dass man innerhalb nicht mehr arbeiten kann. Und dann sagen wir, okay, wenn Sie jetzt einen Fax schicken nach Chess, können wir ihn abschalten. Wenn Sie einen Fax mit unseren Fragen nach Chess schicken, dann können wir der Sirene abschalten. Nach zwei Stunden hat der Polizei dann gemeint, Polizei versucht zu vermitteln, das ging nicht so gut. Nach zwei Stunden haben sie dann gemeint, ihren neu erworbenen Fähigkeiten in Vorbereitung der Weltbankversammlung mal auszuprobieren. Po dvou hodinách, když se policie snažila vyjednávat, se dohodli na tom, že využijou svých nových zkušeností, které měli z přípravy schůzky Světové banky. Und das war der meist gewalttätigen Räumung einer Demonstration, die ich in meinem Leben miterlebt habe. Jedno se myslím o jednu z nejbrutálnějšího ukončení demonstrace, kterou jsem kdy viděl ve svém životě. Das kommt allerdings vom Fernsehen. Ale bylo to vidět na televizi. Und nächsten Tagen kam mir ein Anruf. A druhý den nám někdo zavolal. Anonymer Mann. Der wollte mit Jiří Tuto, unserem Direktor damals, wollte er reden. To byl muž, kterého jsme neznali, byl anonymní a chtěl mluvit s naším ředitelem u Greenpeace, Jiřím Tuterem. Aber ihr wollte nicht sagen worüber und ihr wollte auch nicht über Telefon reden. On nám nechtěl prozradit, o čem se chce bavit a taky nechtěl mluvit po telefonu. Also Jiří musste nach irgendwelchen Stelle fahren in Südmeeren, um ihn da zu treffen. Takže Jiří se vyplavil někam na Jižní Moravu, aber sie dann sie mal das wusste. Und da war ein sehr nervöser Mann Anfang 40er Jahre. Dann war er ein nervöser Mann. Und er hat dann erzählt, wie er in 1993 als Schweißer gearbeitet hat in Temelin und da Teil war von einer der Teams, die die Hauptkühlungsröhre an den Reaktor schweißen musste. Byl to jeden z těch svářečů, kteří pracovali v roce 1993 v týmu v Temelíně a svářeli hlavní napájecí potrubí. Und einer dieser Röhre wurde 180 Grad falsch angeschweißt. Jedno z těchto potrubí přivařili úplně prostě na ruby, 180 % na ruby. Mnohem na holé vlastně. Ein russischer Supervisor hat das gesehen, hat den Schweißarbeiten gestoppt. Die Schweißarbeiten waren drei Drittel fertig. Hat die Schweißarbeiten gestoppt. Und dann wurde natürlich überlegt, was damit. Ruský expert si toho všimnul, zastavil práce a samozřejmě teď byla velká otázka, co s tím dál. Wenn das mal hier passiert, dann kannst du Stücke rausholen oder kannst du neue Stücke dazwischen setzen. Když se to stane tady, tak se dá vyndat prostě celý kus. Problem ist nur, wenn das hier passiert, když se to stane tady, direkt am Reaktorfass, přímo u reaktorové nádoby, ein Stück vom Reaktorfass rausholen, das ist ziemlich teuer. Je velmi náročné, velmi drahé, z toho se kus vyndat z reaktorové nádoby. Du kannst es auch nicht da machen. Also du müsstest wahrscheinlich den Reaktorfass sogar aus den ganzen Gehäuse holen. Also das würde unglaublich teuer werden. Und weil der Unterkontraktor, wir reden hier über einen Unterkontraktor, Modranski Potrubna, nicht reich genug war, um sowas bezahlen zu können, a subdodavatel, Modřanská Potrubní, myslím si jmenuje, samozřejmě neměla k tomu vůbec možnosti finanční. War da natürlich Panik überall.
Vypukla panika. Zusammen mit Škoda Praha, also der Hauptkontakteur, haben die dann entschieden, okay, wir schneiden es auf den Schweißnähten durch, drehen es und schweißen es wieder an. Takže spolu se Škodou Praha, hlavní dodavatelem stavby, se dohodli, že prostě to ještě jednou rozkrojí ty svary a otočí celý. Es hat drei Tage und Nächte gedauert, 24 Stunden. Auf einen bestimmten Moment, um es schneller gehen zu lassen, hat ein kleiner Ukrainer ist in den Rohr reingekrochen mit einem Diamantschleifer und hat von der Innenseite angefangen, das auch zu schneiden. Weil die Zeit gedrückt hat. Protože samozřejmě e-maily velmi naspěly. Protože já jedes mal jemand kontrolieren kann. Protože se mohla objevit nějaká kontrola, každou okamžiku. Gut, wenn es dann fertig war, nehmen wir 5 Tage später. Takže až to ukončili po 5 dnech. Dann wurde die Dokumentation so angepasst, dass es weiter keine Probleme geben könnte. Se přizpůsobila dokumentace, aby už prostě nemohli vzniknout problémy. Das war natürlich eine Geschichte. Also im Detail hörte der sich interessant an, aber andererseits, wir kriegen oft merkwürdige Geschichten. U nás jako Greenpeace samozřejmě to bylo velice zajímavé to slyšet, ale u nás u Greenpeace se vždycky objeví zajímavé historie. Ich erinnere mich noch an einen Ingenieur, der mit uns bei SUJB war und wenn wir da gesessen haben, haben wir von sich auch verdammt, war das nie wieder, der Mann ist komplett verrückt, also das passiert ja auch. Já si ještě pamatuju, jak jsme seděli u SUJB s jedním inženýrem, a tam nám pomalu docházelo, to je úplný cvok, tak jsme měli už trochu strach, aby se náhodou nic nestalo. Ich glaube, Monika weiß schon, wie das ist. Also, das muss man kontrollieren lassen. Wir haben dann den Mann reden lassen mit 6 verschiedenen internationalen Experten, teilweise in Schweißnähten, teilweise in der VVR 1000. To znamená, že jsme to museli nejdřív zkontrolovat. A mluvili jsme se s různými mezinárodními experty na různé technické záležitosti, ale taky svářické experty. Wir haben alle gesagt, die Geschichte ist jedenfalls glaubwürdig. A oni řekli, že se tomu dá věřit. Und das bedeutete, dass die uns geraten haben, informieren Sie die Aufsichtsbehörden. A nám pak poradili, abychom informovali SUJB. Und bitte nicht wieder mit uns reden. Alles klar. Das haben wir dann gemacht. Uns wurde Kontakt gelegt nach die 2 Schweißexperten von der SUJB. Das sind Inspektoren. Inspektoren sind Techniker, das sind keine Manager, das sind Techniker, die wirklich sehr viel wissen über einen Bereich. Eine davon ist die einzigste weibliche Schweißnähten-Expertin in Mitteleuropa. Jedna z nich je jediná expertka na svary ve střední Evropě. Das ist auch der einzigste Name, den ich Ihnen nennen kann. Das ist Frau Korpova, weil sie nicht bearbeitet bei SWB. Dann haben wir mit die diskutiert, also wie fangen wir das an, weil der Mann, der Zeuge, möchte gerne reden, aber möchte auch anonym bleiben, weil er hat Angst, weil er schon gemerkt hat, dass durch unseren ersten Kontakt mit SUJB Chess angefangen hat, Druck auszuüben auf den ganzen Schweißteam. Tak se jedná o jediné jméno, o kterém se můžu zmínit, je Golfové, protože ona už nepracovala u SUJB. Wenn du aber so weiter erzählst, dann sind die 2 Stunden rum und kein anderer kommt mehr irgendwie zu. Ja, kommt schon. Ja, aber das ist ja jetzt eigentlich, deswegen sind wir da. Bavili jsme se s ním jak na to, že máme toho svědka, ale že už po tom prvním kontaktu ČES začal vyvíjet tlak na celý tým těch svářečů. Pro mě was war Morgan Spiel, nicht ČES, Morgan Spiel, der hat das gemacht. Und, also, das musste anonym passieren. Das haben wir auch anonym geschafft. Nebyl to ČES, byl to mocenská potrubní, ale to se nám pak povedlo. Und SUJB war ab dem Moment informiert.
Die haben dann ein Team gemacht von 3 Inspektoren, um das nachzuforschen. Und Management hat noch 2 Inspektoren hinzugefügt. Eins davon der heutigen Vizepräsident von SWB, Herrn Brandeis. Diesen kam mit einem Bericht. Ein Bericht im Februar 2001. Und den Bericht wurde nicht unterzeichnet durch 2 Inspektoren. Das waren gerade die 2, die durch den Management reingesetzt wurden. Damit war der Bericht nicht rechtsgültig, ein abgeschlossenes Bericht. Aber es kam zu der Schlussfolgerung, dass etwas an die Geschichte dran ist, dass es Dokumentation gibt, womit manipuliert worden ist bezüglich diesen Schweißnaht und dass Maßnahmen getroffen werden müssen. Ale ta zpráva došla k závěru, že se manipulovala tímto svarem, že to se nedá vyloučit a že se v té záležitosti něco musí dít. Maßnahmen in diesem Fall würden bedeuten, dass Temelin Block 1 nicht ans Netz gehen konnte. Což by znamenalo v tom případě, že první blok Temelina by nemohl nemohl by se pouštět. Temelin 1 wurde geladet im Sommer 2001. Wurde ein Stoff geladen. Se, Also das aufzuhalten ist natürlich ein sehr großer Schritt. Und der damalige Vizepräsident von SWB, Karl Böhm, überzeugte dann der Präsident, Daniel Narova, davon, dass wir das nur aufgebracht und ausgedacht hätten, um Temelin zu stoppen. Pan Böhm přesvědčil tedy předsedkyni Hrábovou, že jsme si to jenom vymysleli, abychom zabránili pouštění Temelína. Ich hätte gerne Temelín gestoppt, aber das war nicht der Grund, dass wir dann weitergegangen sind. Rád bych samozřejmě aby se nám to povedlo, že to se nebude pouštět Temelín, ale to nebylo skutečně důvodem. Also seit der Zeit haben wir versucht, um diesen Inspektionsbericht 15/2001 auf den Tisch zu kriegen. Od té doby se snažíme dostat tuto zprávu z roku 2001. Oder um eine Gelegenheit zu haben, wobei entweder unseren Zeuge, aber der traut sich immer noch nicht nach 12 Jahren, oder Frau Korpova aussprechen zu lassen. Nebo dostat jinou možnost, například, aby mluvil náš svědek nebo paní Korpová. Aber Frau Korpová ist unsere Geheimhaltungspflicht. Ale paní Korpová je vázaná, ona nesmí o tom otevřeně mluvit? Nur vom Gericht. Jenom u soudu. Wenn der Richter das ein Order dazu gibt. Kdyby soudce ji k tomu vyzval. In der Zwischenzeit haben wir 4, 5 Klagen gehabt, die allen gestoppt wurden von Prag aus. Wir haben 10 Jahre versucht, um den Zugang zu dem Bericht zu bekommen. Wir haben auch versucht, um Zugang zu bekommen zu allen anderen Kontrollen von diesen Schweißen. Und gestern habt ihr den endgültigen Ausgang gesehen. Es gibt eine Studie, die diesen Schweißnaht einmal anspricht. Grabova, Stepanowski reden dann, wir haben die zigmal kontrolliert. Grabova, Stepanowski nachzuschauen, ich habe es mehrfach kontrolliert. Und wenn das so ist, dann muss es dafür natürlich auch Dokumentation geben.